Hallo zusammen, wir wollen wieder gemeinsam ein kurzes und knackiges Athletikprogramm machen. Es geht wieder ums Thema Kräftigung. Heute, wie ihr seht, habe ich gar nichts dabei. Das heißt, wir wollen wirklich mal ein Programm machen, das ihr zu Hause tun könnt, ohne irgendwelche Gerätschaften, ohne irgendwelche Zusatzelemente. Das heißt, es ist zum einen super gut jetzt für den Lockdown geeignet und auch für euer Zimmer. Ihr könnt es aber natürlich auch jederzeit eben draußen machen. Ihr könnt es euch mit dem Handy mit nach draußen nehmen, wenn schönes Wetter sein sollte. Ihr könnt es überall machen, wo ihr gerade seid, ob ihr unterwegs seid oder einfach nur am Sportplatz. Das Programm ist vom Anforderungscharakter, vom Schwierigkeitsgrad her nicht sehr kompliziert, aber soll trotzdem alle elementaren, wichtigen Körperteile, nenne ich es jetzt mal, oder Abschnitte abdecken, sodass wir trotzdem alles irgendwo bedient haben und ihr trotzdem dann was für euch und euren Körper getan habt. Wann sollt ihr dieses Programm machen? Heißt, wann am Tag, wann in der Woche? Ihr könnt natürlich diese Einheit, die wird ungefähr, wenn ihr sie so macht, als alleinstehende Einheit, wird sie gute 40 Minuten dauern. Ihr könnt auch nur Teile davon machen. Wichtig zu wissen ist dabei, wir brauchen kein riesen Warm-up dafür. Was sicherlich immer Sinn macht vor dem Krafttraining, ist, sich kurz insofern aufzuwärmen, dass wir den Kreislauf ein bisschen in Schwung bringen und nicht vom Sofa direkt in die erste Übung reinstarten. Das macht immer Sinn. Dabei geht es aber weniger darum, dass wir jetzt eine wahnsinnige Verletzungsgefahr haben, sondern einfach, dass wir den Körper auch ein bisschen darauf vorbereiten, dass er gleich arbeiten soll, dass er fleißig sein soll. Die Verletzungsgefahr ist beim Kräftigungstraining, so wie wir es jetzt hier machen, relativ gering, weil wir wenig dabei haben, wo wir explosiv uns bewegen, ruckartig uns bewegen und an die Grenzen stoßen. Insofern könnt ihr das super gut eigentlich zu jeder Tageszeit machen. Solltet ihr an dem Tag noch ein weiteres Training haben, macht es natürlich Sinn, dass ihr das Krafttraining entweder schon in der Früh macht, wenn ihr wisst, am Nachmittag ist Training, dass der Körper wirklich Zeit hat, sich auch ein Stück weit wieder zu erholen. Oder aber, und das macht wahrscheinlich meistens Sinn, wenn ihr jetzt ein Techniktraining beispielsweise von uns vorne weg macht, dann macht es absolut Sinn, es hinten dran zu hängen, denn der volle Fokus und die Konzentration und auch die Schnelligkeit braucht ihr dann tendenziell eher beim Techniktraining. Und hier geht es einfach darum, sauber und konzentriert nochmal zu arbeiten. Das geht dann auch hinten dran. Wie ist es aufgebaut? Ihr müsst natürlich immer wissen, wie lange mache ich was, wie viele Pausen mache ich dazu. Ihr sollt jetzt dann gleich 6 Übungen an die Hand bekommen von mir, die ihr dann machen sollt. Das Muster ist folgendes: Ihr macht eine Übung über 45 oder 60 Sekunden am Stück durchgehend. Danach ist die gleiche Zeit als Pause angedacht. Hier könnt ihr natürlich dann ein bisschen spielen damit, wie fit ihr seid. Je fitter ihr seid, desto kürzer macht ihr die Pause. Dann folgt die nächste Übung. Heißt, insgesamt macht ihr immer Übung, Pause, 6 Mal. So kommt ihr dann grob auf 12 Minuten und habt dann einen Durchgang hinter euch. Ihr könnt nach jedem Training, Fußballtraining, was ihr auch immer für ein Training habt, einen solchen Durchgang machen. Wenn ihr es als alleinstehende Einheit macht, wollen wir 3 solche Durchgänge machen. Ihr macht dann zwischen diesen 6 Übungen immer 2 bis 3 Minuten Pause und dann geht es in den nächsten Durchgang. Gut, genug geredet, wir starten rein. Wir beginnen mit einer Übung für den Oberkörper, machen eine Variation der Liegestütze. Und zwar gehen wir in Liegestützposition. Hier wichtig, die Arme ungefähr schulterbreit auseinander und die sollen auch unter den Schultern sein. So ist es für die Schultergelenke am wenigsten belastend. Jetzt wollen wir in die Liegestütze runtergehen und wenn wir uns hochdrücken, drücken wir uns seitlich in eine öffnende Position. Die Füße dürfen seitlich stehen bleiben, aber wir öffnen uns komplett, dass wir hier komplett gerade sind, schauen unserem Arm kurz nach, gehen wieder runter in die Liegestütze und drücken uns zur anderen Seite nach oben weg und gehen wieder runter. Das Ganze 45 bis 60 Sekunden. Die Geschwindigkeit, wie wir das jetzt hier machen, ist nicht wichtig. Natürlich könnt ihr, wenn ihr jetzt ein Training haben wollt, das euch mehr auf die Pumpe geht, das Herz-Kreislauf ein bisschen mehr belasten soll, könnt ihr hier natürlich auch das Ganze zügiger machen. Der kräftigende Effekt, wenn der im Vordergrund stehen soll, dann lieber fließend und konzentriert und in einer kontrollierten Geschwindigkeit. Dann könnt ihr das ganz gut selber regeln.
Okay, dann machen wir direkt weiter mit Übung Nummer 2. Übung Nummer 2 habt ihr garantiert, weil wenn ihr uns verfolgt habt, wenn ihr Michis Programm auch schon öfter mal gesehen habt, dann sagt euch der Name Animal Walk was. Das ist unsere zweite Übung. Ist eine Übung, die ist für den Rumpf in dynamischer Form, das heißt nicht nur Haltearbeit. Wir gehen hierzu in eine Art Vierfüßler. Das heißt, die Arme sind unter den Schultern, die Knie sind unter der Hüfte, die Zehenspitzen sind aufgestellt. Jetzt heben wir die Knie vom Boden weg und schauen, dass wir einen geraden Rücken haben und den Bauch auf Spannung. So, in dieser Position, die könnten wir jetzt nur halten. Wir wollen aber, wie der Name sagt, das nicht halten, sondern einen Walk draus machen. Wir wollen jetzt immer diagonal Arm und Knie gemeinsam nach vorne bewegen und gehen hier einfach 6 Schritte insgesamt nach vorne. Wenn wir diese 6 Schritte nach vorne gegangen sind, jetzt sind 6, versuchen wir das Ganze wieder nach hinten, versuchen zeitgleich Arm und Fuß zu bewegen und schauen dabei dann, dass wir entsprechend Spannung auf dem Rumpf haben. Gut, dann machen wir direkt weiter mit Übung Nummer 3. Wollen jetzt was für den Rücken tun, können hier, weil wir es gerade so schön hatten, bleiben wir gleich in unserem Vierfüßler. Haben wir ja gerade schon besprochen, auf was es ankommt. Eine ganz klassische Übung. Und zwar wollen wir jetzt hier immer wieder in die Streckung gehen. Arm und Fuß strecken sich gemeinsam. Hierbei die Zehenspitze ruhig anziehen. Der Kopf kann gerade nach vorne schauen, nach unten schauen, dass kein Stress auf dem Nacken ist. Gehen unter dem Körper zusammen und strecken uns wieder. Das Ganze ist jetzt eine einseitige Übung. Das bedeutet, wir machen jetzt nur einen Teil vom Körper. Das ist eine Seite. Hier dann wieder aufpassen. Dann müsst ihr euch eure Minute am besten teilen. Das heißt, am besten die Uhr so stellen, dass ihr da drauf gucken könnt. Und nach 30 Sekunden müssen wir dann natürlich wechseln und den linken Arm und das rechte Bein gemeinsam nehmen, sodass wir auch wirklich beide Seiten untergebracht bekommen und beide Seiten trainieren. Denn keine schwere Übung. Macht auch die lieber sauber. Gerade bei der Übung erlebe ich es oft, dass gerade weil sie nicht ganz so schwierig wirkt, das Ganze sehr, sehr schnell gemacht wird. Dadurch schlampig und dadurch geht der eigentlich schöne Effekt, dass wir eigentlich die ganze hintere Kette von der Schulter bis runter in den Oberschenkel unter Spannung bekommen. Gut, Übung Nummer 4. Wir wollen was für den seitlichen Rumpf tun. Gehen dazu in den klassischen Seitarmstütz. Den dürfte jeder wahrscheinlich kennen. Das heißt, die Füße liegen seitlich, der Ellbogen ist unter der Schulter, die Brust zeigt nach vorne. Jetzt gehen wir in diesen Stütz rein, gehen nach oben, heißt Spannung hier unten auf der Seite. Versuchen, dass wir hier nicht mit der oberen Schulter nach vorne reinfallen. Und jetzt wollen wir das in der Zeit aber dynamisch machen. Das heißt, wir senken das Gesäß bis knapp vor den Boden, legen es also nicht komplett ab und drücken uns wieder nach oben. Das Ganze machen wir in einer langsamen, kontrollierten Bewegung, ruhig in etwa den Rhythmus, den ich jetzt gerade mache. Und nach der Hälfte der Zeit wieder dran denken, andere Seite, direkt einfach rüber wechseln auf die andere Seite. Und dann könnt ihr wieder absenken und nach oben drücken. Gut, Übung Nummer 5. Was fehlt uns noch? Wir hatten jetzt bereits den Oberkörper mit unseren Liegestützen. Wir hatten den Rumpf gerade, wir hatten den Rumpf seitlich, wir hatten den Rücken. Das heißt, was wir noch nicht so viel dabei hatten, waren unsere Beine. Dafür 2 Übungen. Wir starten mit einer Übung, die eigentlich sowohl die Oberschenkelvorderseite als auch die Rückseite anspricht, nämlich mit den klassischen Ausfallschritten. Ist nichts Neues, aber einfach gut. Bringt viel, hilft viel, ist alles mit drin, was wir brauchen. Heißt, wir machen es jetzt mal mit dem Ausfallschritt nach hinten. Ich mache es mal seitlich vor. Das heißt, einfach nur im Wechsel Fuß nach hinten. Wir gehen mit dem Knie bis fast an den Boden runter und drücken uns dann wieder hoch. Das Ganze machen wir dann im Wechsel. Die Arme nehmen wir immer gegengleich mit, sodass wir gleich eine dynamische Bewegung auch reinbekommen. Das heißt, wenn jetzt dann das linke Bein vorne steht, ist der rechte Arm dabei. Sobald wir das Bein nach oben bringen, ziehen wir nach. Dann haben wir das Ganze auch noch so ein bisschen dynamischer mitgemacht und nutzen dann diese Minute, um wirklich hier zu arbeiten. Oberschenkel vorne dabei, Rückseite dabei, Oberkörper dabei schauen. Der bleibt möglichst körpermittig beim Hochdrücken. Lehnt euch nicht so sehr nach vorne. Und dann viel Spaß, 45 bis 60 Sekunden arbeiten.
Gut, dann letzte Aufgabe, Übung Nummer 6. Wir wollen nochmal was machen, was ein bisschen in Richtung Stabilität geht und Oberschenkelrückseite, die uns ja zum Teil noch ein bisschen fehlt. Wollen da die Standwaage machen in einer Form, wo wir jetzt keine Hilfsmittel haben. Die meisten kennen die Standwaage wahrscheinlich wirklich immer mit irgendeinem Gewicht vorne dran, einem Ball oder irgendwas in der Hand. Das wird sich erstmal ein bisschen komisch anfühlen ohne irgendetwas. Wir stellen uns dabei auf ein Bein. Ich stelle mich jetzt mal auf das linke Bein. Das rechte Bein bringe ich schon unter Spannung, indem ich die Zehenspitze leicht anziehe. Und jetzt gehe ich mit der Ferse und Oberkörper gleichzeitig, wie ein Pendel, gleichzeitig nach hinten oben. Die Arme kann ich zur Hilfe strecken und gehe so hoch, dass ich zumindest merke, mein Oberkörper und mein Fuß können halbwegs in einer Linie bleiben. Sobald ich das erreicht habe, kann ich das eine Sekunde halten und gehe dann dynamisch wieder nach vorne zurück. Wechsel direkt den Fuß, mache das gleiche mit dem anderen Bein, auch wieder Fuß auf Spannung. Oberkörper, Ferse kommen gleichzeitig. Die Arme nehmen wir zur Hilfe fürs Gleichgewicht auch mit nach oben, gehen nach hinten. Was sollte ich jetzt spüren? Wir sollten auf der einen Seite hier hinten drauf, auf dem Standbein, einen Zug spüren, sollten aber auch gleichzeitig auf dem gehobenen Fuß hier das Gefühl spüren, dass wir ein bisschen was kräftigen auf der Oberschenkelrückseite und auch beim Po. Und jetzt gehen wir auch wieder dynamisch ran. Das heißt, das Ganze dann auch wieder im Wechsel. 60 Sekunden links, rechts, haben dann gleichzeitig auch noch die hintere Kette bedient. Gut. Also ihr merkt, ich bin jetzt auch ganz schön außer Atem. Das heißt, auch ohne Geräte, auch ohne viel drumherum, habt ihr die Möglichkeit, fleißig zu sein, sowohl zu Hause als auch draußen. Nutzt die Zeit, seht den Lockdown nicht als Strafe oder als ganz blöde Zeit, in der man nur Einschränkungen hat, sondern das hilft immer, wenn man das Ganze auch als kleine Chance sieht, als Chance, dass man vielleicht sich in gewissen Themengebieten, wo man noch nicht so stark ist, sich auch verbessert. Solche Programme helfen da enorm. Da kann ich wirklich schauen, dass ich eine gute Basis schaffe, sodass, wenn wir wieder nach draußen dürfen, wenn es wieder auf den Platz geht, dass dann wirklich alle fit sind. Daran sollte es auf jeden Fall mal nicht scheitern. Ich hoffe, das Programm hilft euch ein bisschen dabei. Ich wünsche euch viel Spaß, seid fleißig und bis zur nächsten Einheit.